Kerala, ein Tropenparadies im Süden Indiens. Hier gibt es keinen Massentourismus. Unberührte Sandstrände, kilometerweit. Kerala ist auch die Wiege des Ayurvedas. Immer mehr Deutsche suchen hier alternative Heilung. Es hat einfach mir einen ganz neuen Horizont eröffnet. Ich bin wieder neugierig aufs Leben. Gigantische Tempelfeste mit geschmückten Elefanten haben hier große Tradition. Und eine 17-jährige Tänzerin will Bollywood aufmischen und Superstar werden. Ich liebe es zu tanzen. Auf der Bühne zu stehen ist meine größte Leidenschaft. Die Backwaters in Kerala sind ein weltweit einzigartiges Wasserstraßennetz auf einer Fläche von 1900 Quadratkilometern. Kerala. In Kerala wendet man bereits seit 5000 Jahren die indische Heilkunst Ayurveda an. Inzwischen suchen auch immer mehr Westler nach Entspannung und Heilung. Etwa in diesem ayurvedischen Beach Retreat. Unter ihnen sind auch viele Deutsche, die nach Alternativen zur Schulmedizin suchen. Hallo, ich bin die Sabine und Kerala ist mein Gesundbrunnen. Sabine aus Erding war jahrelang Managerin bei einem großen Automobilhersteller. Ein extrem stressiger Job, der sie auspowerte. Vor 4 Jahren kam sie dann das erste Mal hierher. Zu dieser Zeit war Sabine schwer krank. Die körperlichen Ayurveda-Behandlungen haben ihr geholfen. Ich war an Fibromyalgie erkrankt. Fibromyalgie ist eine sehr schmerzhafte Faszienerkrankung. Da verkleben die Faszien und man hat eigentlich rund um die Uhr Muskelschmerzen. Das kann man sich so vorstellen, als ob man eine schwere Grippe hat und man hat Gliederschmerzen und das hört nie auf. Und die Schulmedizin hat nicht wirklich einen Heilungsweg. Sie kann halt nur Schmerzen lindern oder mit Psychopharmaka betäuben. Und für mich war klar, da gibt es eine Alternative und das war Ayurveda. Und hier mit all diesen körperlichen Anwendungen, die ja ganz stark auf das Muskelgewebe abzielen und die Faszien öffnen, ja, kann ich sagen, ich bin von der Fibromyalgie geheilt. Sabine hat durch Ayurveda wieder neue Lebensfreude gefunden. Auch Vincent aus München konnte hier geholfen werden. Ich habe mit 17 Jahren die Diagnose für Rheuma bekommen. Habe dann nicht genau gewusst, was ich machen sollte. Bin nach München zu einem Rheumatologen. Der hat mir gesagt, dass ich immer das Problem haben werde und konnte mir eigentlich nicht weiterhelfen. Habe dann weitergesucht und bin somit eben zum Ayurveda gekommen. Das war vor 3 Jahren, da war ich das erste Mal hier. Und seitdem ist es einfach enorm viel besser geworden und hat sich enorm verbessert. Übersetzt heißt Ayurveda Lebensweisheit oder Lebenswissenschaft. In Sabines Leben hat die indische Heilkunst eine zentrale Rolle eingenommen. Sitaram und Indien, im speziellen Kerala, ist fast meine zweite Heimat geworden. Ich bin 2-mal im Jahr hier. Und es hat einfach mir einen ganz neuen Horizont eröffnet. Ich bin wieder neugierig aufs Leben und denke mir jeden Tag, das Leben sollte so sein, als wenn ich in ein Stück Torte beiße. Auch Andrea aus Freiburg genießt jeden Morgen ihre Wellnessbehandlung mit Bananenblättern. Sie sollen viel Vitamin D abgeben und stärken das Immunsystem. 3 Wochen dauert eine Ayurveda-Kur in der Regel. Wichtig sind neben körperlichen Anwendungen bestimmte Kräutermedikamente, Yoga und für jeden Einzelnen eine individuelle Ernährung. Also ich bin mit extremer Müdigkeit angekommen und war wirklich schlapp und hatte Probleme, mich zu konzentrieren. Dann auch teilweise Schmerzen in Gelenken und da habe ich jetzt schon deutliche Verbesserungen gespürt. Also es hat mir wirklich viel geholfen. Und er ist hier der große Meister, Dr. Vignesh Devrai. Er ist ausgebildeter Arzt und hat diese Ayurveda-Klinik vor 5 Jahren gegründet.
Sein Urgroßvater war Leibarzt des damaligen Maharajas. Vignesh möchte Ayurveda bekannter machen. Wir glauben an eine Heilung durch natürliche Kräfte. Schmerz bedeutet, dass etwas im Energiefluss blockiert ist, und das müssen wir korrigieren. Schmerz ist also ein Zeichen von unserem Körper, dass wir herunterfahren, etwas verändern sollten. Wir sollten auf unsere Körper hören. Sie können sich selbst heilen. Wir bringen die Verbindung zurück, indem wir in der Natur meditieren, den Sonnenuntergang beobachten, die Meeresbrandung, die Schmetterlinge und barfuß gehen. So sind wir mit der Natur verbunden, und wenn wir das tun, verschiebt sich unsere Energie. Kerala heißt übersetzt Land der Kokospalmen. Im Gegensatz zu einigen anderen Regionen Indiens ist Kerala sauber und noch weitgehend vom Tourismus verschont geblieben. Im Landesinneren gibt es bis zu 2000 Meter hohe Berge mit endlosen Teeplantagen, und die sogenannten Backwaters sind weltweit einzigartig. Kerala erstreckt sich über knapp 600 Kilometer an der tropischen Malabarküste im Süden Indiens. Mit rund 315.000 Einwohnern gilt Trichur als die Kulturhauptstadt Keralas. Katholische Kirchen stehen hier neben alten Hindu-Tempeln. In Trichur herrscht täglich ein wildes Treiben und viel Verkehr. Vor allem die sogenannten Tuk-Tuks prägen das Stadtbild. In den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl dieser motorisierten Rikschas fast verdoppelt. Immer mehr Inder sehen diese kleinen Taxis als sichere Einnahmequelle. Hi, I'm Hari and I have a wheel off. Warten auf Kundschaft gehört zum Alltag aller Tuk-Tuk-Fahrer. Denn in Trichur gibt es einfach zu viele Autorikschas. Doch Hari und seine Kollegen wissen sich die Zeit gut zu vertreiben. In unserer freien Zeit tauschen wir uns viel aus und sind einfach glücklich. Ja, wir genießen das, wir Tuk-Tuk-Fahrer. Endlich kommt ein Kunde. Eine Stunde hat Hari darauf gewartet. Und seit 19 Jahren verdient er sich sein Geld als Tuk-Tuk-Fahrer. Viel ist es nicht, doch der 41-Jährige liebt seinen Job. Er ist abwechslungsreich. Immer wieder kommt es während der Fahrt zu anregenden Gesprächen. Hari hat aber auch schon weniger gute Erfahrungen mit seinen Fahrgästen gemacht. Ich hatte mal eine Erfahrung mit einem Kunden. Er wollte, dass ich ihn zu einer Bar fahre. Ich sollte draußen warten. Er wollte kurz was trinken gehen. Also wartete ich und wartete. Nach einer Stunde ging ich rein, um zu schauen, wo er ist. Der Barkeeper erzählte mir, dass der Kunde schon längst gegangen war, durch die Hintertür. Kerala gilt als reichster Bundesstaat Indiens. Es gibt keine Slums und kaum Analphabetismus. 95% aller Kinder besuchen die Schule und machen eine Ausbildung. Doch als Tuk-Tuk-Fahrer verdient Hari im Durchschnitt nur 700 Rupies am Tag. Das sind ungefähr 9 Euro. Und es reicht gerade so zum Überleben. In der Stadt bekomme ich nur kurze Fahrten. Vielleicht einen Kilometer oder zwei. Wenn ich Glück habe, kann ich auch mal in die nächste Stadt fahren. Das sind dann so 20, 25 Kilometer. Das bringt mehr Geld. Meistens habe ich aber Kurztrips. Für Hari heißt es jetzt wieder zurückfahren und sich in der langen Tuk-Tuk-Schlange anstellen. Doch das ist kein Problem für ihn. Er kurft gerne durch seine Heimatstadt, in der so viele unterschiedliche Menschen zusammenleben. Trichur ist meine Stadt. Es ist schön hier. Die Menschen sind sehr kultiviert. Kerala ist der Staat mit den gebildetsten Leuten in ganz Indien. Und Trichur ist die Kulturhauptstadt von Kerala. Es ist ein Platz religiöser Harmonie. Hier leben Christen, Moslems und Hindus in Harmonie zusammen. Es gibt keine Probleme.
6 Stunden später hat Hari Feierabend. Dann fährt er raus aus der Stadt. Hier am Strand vor den Toren Trishurs ist er aufgewachsen. Sein Vater war Fischer und hat ihn als Jungen oft mitgenommen. Die meisten Einheimischen gehen von hier fort und machen in Kochi oder in Abu Dhabi Karriere. Doch Hari blieb in Trishur, seinem Vater zuliebe. Der alte Mann erblindete vor ein paar Jahren und ist auf Haris Hilfe angewiesen. Er musste das Fischen aufgeben. Seitdem er blind ist, kümmere ich mich zu Hause um ihn. Deswegen konnte ich bis jetzt nicht weg und woanders viel Geld verdienen. Aber inzwischen bin ich glücklich damit, weil ich als Tuk-Tuk-Fahrer viele Nationalitäten kennenlerne. Und das ist sehr aufregend und schön. Der Tuk-Tuk-Fahrer Hari hat die Schönheit seiner Heimat inzwischen schätzen gelernt und möchte hier auch nicht mehr weg. Die Natur Keralas beeindruckt. Zahlreiche Wasserfälle und dichte Regenwälder prägen weite Teile der Landschaft. Sie bilden auch die Lebensgrundlage für viele Tiere. Amit ist schon früh morgens mit der Morgentoilette seines Elefantenbullen beschäftigt. In liebevoller Hingabe wird der Riese Vishnu abgeschrubbt. Amit ist von Beruf Maut, so nennt man die indischen Tierpfleger. Sie sind rund um die Uhr für das Wohlbefinden der Dickhäuter verantwortlich. Die Besitzer der gezähmten Elefanten sind meist wohlhabende Geschäftsleute, die sich diese mächtigen Tiere als Statussymbol halten. Auch Elefant Vishnu hat einen reichen Besitzer. Doch sein eigentlicher Vertrauter ist Amit. Ich bin seit 40 Jahren Mahut, und zwar mit Leidenschaft. Mein Vater wollte, dass ich Bauer werde, so wie er. Doch ich wollte das nicht. Schon als kleiner Junge habe ich Elefanten geliebt und wollte unbedingt Mahut werden. Elefantenbulle Vishnu ist stolze 45 Jahre alt. Seit 18 Jahren ist er in der Obhut von Amit und gehorcht ihm aufs Wort. Wir sind ein eingespieltes Team. Über die Jahre wächst man zusammen. Mein Elefant weiß genau, was ich will. Da brauche ich ihn nur kurz antippen. Er vertraut mir und ich ihm. Der Riese Vishnu genießt dieses morgendliche Wellness-Programm. Mit Amit als persönlichem Pfleger hat er Glück gehabt. Denn nicht alle Elefanten in Kerala werden von ihren Mahuts so gut behandelt. Bei dieser Hitze im März ist es wichtig, dass die Elefanten jeden Morgen lange abgespritzt werden und viel Wasser bekommen. Das braucht ihre Haut und sie bleiben dann länger fit. Schließlich hat Vishnu heute noch einen anstrengenden Tag vor sich. In Kerala gibt es mehr als 1500 gezähmte Elefanten. Sie gelten bei den traditionellen Hindu-Festen als Glücksbringer. Heute nimmt auch Elefant Vishnu an einem Tempelfestival teil. Die religiöse Zeremonie fängt in ein paar Stunden an. Ein Elefant nach dem anderen wird hier angekarrt. Im März und April gibt es in ganz Kerala Hindu-Tempelfeste zu Ehren der indischen Götter. Die Elefanten sind Symbol für das göttliche Wohlwollen. Auch Mahut Ajit kommt mit seiner Elefantendame Devi regelmäßig zu den traditionellen Feierlichkeiten. Für uns Hindus ist so ein Tempelfestival eine große Ehre. Ich bin stolz, dabei sein zu können.
Bis zu 30 Elefanten werden zu Ehren der Götter geschmückt. Traditionell stellen sich alle in einer Reihe auf. Farbenfrohe Prozessionen mit Trommlern und Trompetern ziehen durch die Straßen. Für viele Inder ist dieses Spektakel das Highlight des Jahres. Mit den geschmückten Elefanten danken wir unseren Göttern. Sie sind uns dann wohlgesonnen. Der Höhepunkt ist noch lange nicht erreicht. Denn das bunte Tempelfestival dauert die ganze Nacht. Hier wird noch bis in die frühen Morgenstunden hinein gefeiert. Wir stoßen später wieder dazu. Die Küstenstadt Kochi. Hier siedelten sich um 1500 die ersten Portugiesen an. Der alte Stadtteil Fort Kochi ist inzwischen zum Künstlerviertel geworden. Hi, I'm Mahesh. Many people see Kerala through my eyes. In diesem Haus wohnt Künstler Mahesh. Er ist leidenschaftlicher Maler, aber auch Dokumentarfilmer fürs indische Fernsehen. Mahesh plant gerade einen neuen Film über moderne Kunst in Kerala. Die letzten Jahre habe ich in Kochi verbracht. Ich komme eigentlich aus Nordkerala, aber ich bin nach Kochi gekommen, weil ich die Stadt liebe. Es leben hier viele Künstler. Es ist eine Künstlerstadt mit viel Musik und vielem mehr. Es ist ein toller Platz zum Leben, viele Partys und Menschen mit Herz. Mahesh besucht gerne die Biennale in Fort Kochi, die auch dieses Jahr wieder stattfindet. Das Zentrum befindet sich in einem alten portugiesischen Gebäude, mitten in der Altstadt. Internationale Künstler aus aller Welt stellen hier aus. Die Kochi Musiris Biennale zählt inzwischen neben der Biennale in Venedig zu den Top 10 der Kunstfestivals weltweit. Künstler Mahesh kennt hier jeden. Auch die Macher der Biennale, wie den Direktor Bose Krishnamachari. Er ist selbst ein international bekannter Maler und gründete die Kunstausstellung in Kochi vor 7 Jahren. Sie wurde von Künstlern initiiert, wird von Künstlern geleitet und von Künstlern gestaltet. Das ist der wichtigste Aspekt. Keiner hat erwartet, dass die Kochi Biennale so ein Star in der Kunstwelt wird. Auch Mahesh liebt es, sich gelegentlich als Künstler zu verwirklichen und greift spontan zum Pinsel. Es macht Spaß hier. Das ist der sogenannte Wassertempel. Eine Idee von einem chinesischen Künstler namens Song Dong. Jeder kann hierher kommen und etwas malen. Es ist lustig. Dieser Künstler ist der Star der Kochi Biennale 2019. Bibin Danur Dahran. Im Rahmen seines Kunstprojekts besuchte er spontan über 40 indische Familien, die ihn dann zum Essen einluden. Als Gegenleistung malte er diese Personen. Ich lebe jetzt seit 6 Jahren in Kochi. Ich habe einfach Leute auf der Straße angesprochen und gefragt, ob ich mit zu ihnen nach Hause gehen könnte. Sie haben mich dann zum Essen eingeladen. Als Dankeschön habe ich sie gemalt. Insgesamt 45 Porträts von verschiedenen Haushalten.
In Anlehnung an dieses Projekt hatte Künstler Vibin die Idee, dass heute er für alle Gäste kocht. Als Dankeschön. Hey, wie geht's? Was machst du gerade? Das ist ein Teil meiner Arbeit. Eine offene Küche. Jeder kann kommen und mit anderen sein Essen teilen. Vibin möchte mit seinem Kunstprojekt die verloren gegangene Tradition des gemeinsamen Essens in Kerala wieder ins Leben rufen. Jeder darf hier kostenlos speisen. Ziel ist es, die Mahlzeit zusammen zu zelebrieren und zu genießen. Auch Mahesh weiß das zu schätzen. Wirklich spannend. Vibin ist ein Freund von mir. Er spendet Essen für mehr als 500 Leute. Kostenlos. Das finde ich großartig. Die Einheimischen scheinen ihre Kochi-Biennale zu genießen. Es ist die größte Kunstausstellung Indiens, die auch Besucher aus aller Welt anzieht. Wir sehen Mahesh später wieder. Dann zeigt er uns sein Künstlerviertel, Fort Kochi. Hier im Landesinneren erstrecken sich auf 2000 Metern Höhe kilometerlange Teeplantagen. Mittendrin liegt das Bergstädtchen Munnar. Die Engländer gründeten den Ort vor 170 Jahren, um hier Tee anzubauen. Heute leben 40.000 Menschen in Munnar. Hallo, Namaskaram. My name is Anju and my passion is hot and spicy. Der Gemüsemarkt in Munnar ist wegen seiner bunten Vielfalt legendär. Auch Anju kommt regelmäßig hierher. Die 39-Jährige kocht jeden Tag frisch und hat einen ganz speziellen Lieblingsstand. Hast du heute Bananenblüten? Aber bitte die großen, schönen und ganz frischen. Diese Bananenblüte kann man essen. Aber auch die exotischen Bittergurken sind eine keralische Spezialität. Jeden Donnerstag und Sonntag bringen die Verkäufer frisches Gemüse von Tamil Nadu. Ich habe seit Jahren eine gute Beziehung zu den Leuten hier und suche mir immer das Gemüse heraus, das ich besonders mag. Und nur das trage ich nach Hause. Anju steht ein langer Marsch bevor. Die 39-Jährige lebt mit ihrem Mann außerhalb von Munnar an einem bewaldeten Berghang. Auf 1500 Metern Höhe führen die beiden hier ein sogenanntes Homestay, ein Ressort für Naturliebhaber. Vor 12 Jahren kamen Anju und ihr Mann aus Nordindien zum ersten Mal nach Munnar und waren sofort begeistert. In dem Moment, als wir hier angekommen sind in Munnar, haben wir beschlossen, uns hier niederzulassen. Die Luft ist hier besonders klar und frisch. Es herrscht ein angenehmes Klima. Es gibt hier keine Umweltverschmutzung und die Natur ist sehr rein. Wir wollten immer schon mitten in der Natur leben. So haben wir hier ein paar Häuschen für unsere Gäste gebaut. Sie leben mit uns und fühlen sich sehr zu Hause. Das haben wir so geplant und auch umgesetzt. Um Munnar herum liegen die höchsten Teeanbaugebiete der Welt. Auf einer Höhe von 2000 Metern ist die Qualität des Tees besonders gut. Schon seit über 200 Jahren existieren die Plantagen. Die gesammelten Blätter bringen die Teepflückerinnen in die umliegenden Fabriken. Dort werden sie zu feinstem Tee verarbeitet. Hier in dieser Gegend in Kerala wird nur Bio-Tee angebaut. Wir versuchen, unsere Gäste darauf aufmerksam zu machen. Deswegen machen wir regelmäßige Teeverkostungen, damit die Gäste verstehen können, welcher Tee gut für ihren Körper ist. Und durch diesen Prozess lernen sie es am besten.
Für ihre Gäste ist Anju kein Weg zu weit. Täglich läuft sie den hügeligen Weg zum Markt nach Munnar und wieder zurück, um alles so frisch wie möglich zubereiten zu können. Sohn Ananta und 4 Angestellte helfen ihr in der Küche. Heute kocht Anju Sadia, ein typisch keralisches Gericht. Ich gebe frische Kokosflocken dazu. Dann mische ich das Ganze. Und dann noch ein paar weitere Gewürze. Ich nehme gerne etwas Kreuzkümmelsamen. Und Kurkuma-Pulver. Ein Gemisch aus Kürbis und Kokosflocken. Doch den richtigen Geschmack geben erst die scharfen Gewürze. Kurkuma, Korianderpulver und rotes Chili. Das Kochen wurde Anju schon in die Wiege gelegt. Meine Mutter hat immer zugekocht, Mittagessen und Snacks. Also habe ich immer jemanden kochen gesehen. Nur durch das Zuschauen habe ich so viele Dinge gelernt. Auch heute gehe ich kaum auswärts essen. Ich möchte immer alles selber zubereiten. Ich liebe es zu kochen. Und auch dieses Mal hat es sich gelohnt. Kerala Meals werden diese Köstlichkeiten genannt, die nach alter Tradition auf Bananenblättern serviert werden. Den beiden IT-Spezialisten aus Kochi scheint es jedenfalls zu schmecken. Gleich bei Grenzenlos. Eine indische Tänzerin möchte ganz groß rauskommen und Bollywood erobern. Es wirkt wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Doch was wir sehen, ist harte Arbeit. Namaste, Nani Ranjana, Desodesham, Kerala, Trishul, Jilean. In ihrer Freizeit bummelt Niranjana am liebsten mit ihren Freundinnen durch die lebendigen Einkaufsstraßen von Trishur. Erste Station der Mädels ist meist dieses kleine Café in der Innenstadt. Hier treffen sich indische Jugendliche und tauschen sich aus. Auch Selfies gehören natürlich dazu. Zeig mal das Foto, sieht gut aus. Niranjana ist 17 Jahre alt und geht in die 12. Klasse einer höheren Schule in Trishur. Ende Mai macht sie ihren Abschluss. Freie Tage wie dieser sind für die Schülerin etwas Besonderes. In meiner Freizeit liebe ich es, mit meinen Freundinnen zusammen zu sein und einfach in den Tag hineinzuleben. Keine Schule und keinen Druck zu haben. Einfach machen zu können, was man will. Nach der kleinen Stärkung gehen die Mädchen shoppen. Niranjana ist wählerisch, was ihre Garderobe betrifft. Die Schülerin ist in Kerala bereits eine bekannte Tänzerin. Für ihre Auftritte braucht sie immer wieder besondere Kleider. Wie findest du dieses Kleid? In diesem traditionellen Stoffladen gibt es eine große Auswahl. Hier hat Niranjana schon einige außergewöhnliche Kleider ergattert. Gutes Aussehen ist der 17-jährigen Tänzerin wichtig. Hier gibt es super Stoffe. Manchmal lasse ich mir meine Kleider hier auch schneidern. Ich bin froh, wenn meine Freundinnen dabei sind und mich beraten, weil ich manchmal ein bisschen unsicher bin, was ich nehmen soll. Die beiden wissen genau, was mir steht. Heute hat Niranjana nichts Passendes gefunden. Doch ihre gute Laune lassen sich die Mädchen dadurch nicht nehmen. Langsam wird es Zeit, nach Hause zu gehen. Niranjana hat heute Abend noch einen Tanzauftritt, auf den sie sich vorbereiten muss. Sie lebt mit ihrer alleinerziehenden Mutter am Stadtrand von Trishur. Hi Mama, wir sind wieder da. Niranjanas Mutter hat alle Hände voll zu tun. Bindu ist 41 Jahre alt und seit 10 Jahren geschieden. Seitdem schlägt sie sich als Putzfrau durch und versucht, ihrer 17-jährigen Tochter alles zu ermöglichen. Niranjana hat nämlich hohe Ziele.
Ihr größter Traum wäre es, eines Tages als Tänzerin genauso groß rauszukommen wie dieser Bollywood-Star. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Es wäre der absolute Wahnsinn, wenn ich auch einmal in so einem Bollywood-Film tanzen könnte. Ich liebe es zu tanzen. Auf der Bühne zu stehen, ist meine größte Leidenschaft. Niranjana ist ehrgeizig. Seit 9 Jahren nimmt sie fast täglich Tanzunterricht. In Kerala ist Niranjana schon eine kleine Berühmtheit. Für ihre zahlreichen Auftritte heimste sie insgesamt 21 Pokale ein. Schon als 8-Jährige tanzte Niranjana leidenschaftlich gerne. Ich bin wirklich stolz auf meine Tochter. Ich werde sie bei ihrer Tanzkarriere voll und ganz unterstützen. Sie hat ein großes Talent. Und das möchte ich fördern. Sie soll das Leben führen, das sie sich wünscht. Heute Abend soll Niranjana zeigen, was sie kann. Ganze 2 Stunden dauert es, bis das Mädchen für den Auftritt fertig geschminkt und gestylt ist. Für die ganze Verwandtschaft ist es immer noch etwas Besonderes, wenn die 17-Jährige für einen Tanzauftritt gebucht wird. Ich bin nicht mehr so aufgeregt wie früher, aber ich nehme das alles sehr ernst und gebe immer mein Bestes. Es macht mich glücklich, auf der Bühne zu stehen, und ich hoffe, dass ich wirklich berühmt werde. Endlich ist es soweit. Niranjana macht sich auf den Weg. Von ihrer Großmutter, dem Familienoberhaupt, wird sie traditionell gesegnet. Im klassischen Tanz ist Niranjana in Kerala eine der Besten. Sie wird immer öfter für traditionelle Tempelfeste, aber auch für Auftritte vor westlichen Touristen gebucht. Wenn ich tanze, vergesse ich alles um mich herum. Dann gibt es nur noch mich und den Rhythmus. Ich blühe dann auf. Für mich gibt es nichts Schöneres. Die Chancen stehen gut, dass es Niranjana eines Tages wirklich ganz nach oben schafft. Ein weiteres Highlight in Kerala sind die sogenannten Backwaters, ein weltweit einzigartiges Wasserstraßennetz im Hinterland der Malabarküste. Auf schwimmenden Hausbooten wird hier tagelang gefeiert. Doch die Backwaters sind weit mehr als nur touristische Partymeile. Namaskaram, njan jeevikkunnathu adi manoharamaya Aymanam Gramapanchayathilanu. Bootsmann Shachi wohnt mit seiner Frau direkt an einem abgelegenen Kanal in den Backwaters. Früher war Shachi einfacher Reisbauer, doch dann sattelte er um. Inzwischen fährt er Touristen durch die Backwaters und konnte sich dadurch dieses schicke Haus bauen. Bye bye. Hi. Shachi hat heute frei und möchte einen Freund besuchen. Dort, wo er wohnt, ist der Fremdenverkehr noch nicht angekommen. Unberührte Kanäle zwischen Kokosnusspalmen. Shachi ist mit Leib und Seele Bootsmann. Ich mag es, hier durchzufahren. Ich zeige meinen Gästen gerne versteckte Plätze und kleine Kanäle in den Backwaters. Dadurch lerne ich immer wieder neue Menschen kennen. Das finde ich spannend. Shachi führt uns zu einem ganz speziellen Ort, der noch nicht auf seiner Touristenroute liegt.
Hier ist er aufgewachsen. Man kennt sich. Hallo, wie geht's? Kannst du mir ein bisschen Kokosschnaps runterholen? Der sogenannte Kokosschnaps befindet sich in diesem Tonkrug und hat eigentlich nur 8% Alkohol. Tagelang tropft dafür Flüssigkeit aus einem Palmenstiel in den Krug. Um die Produktion der Flüssigkeit zu fördern, muss Baiju eine Weile auf den Stiel klopfen. Anschließend wird er mit Palmenblättern zugeschnürt. Durch die Hitze fängt die Flüssigkeit nach ein paar Tagen an zu gären und wird im Tonkrug dann zu einem süßen Alkoholgetränk. Baiju verkauft dieses Getränk regelmäßig auf dem Markt. Doch heute probiert er selbst mal einen Schluck. Wir Einheimischen trinken diesen Kokosschnaps sehr gerne. Er enthält 8% Alkohol und schmeckt gut. Wir verwenden diese Flüssigkeit auch oft für indische Soßen. Das gibt eine gewisse Würze. Nach Feierabend trinke ich öfter mal einen Schluck mit meinem Freund zusammen. Das tut wirklich gut. Im hinteren Teil der Backwaters scheint die Zeit noch stehen geblieben zu sein. Chachi hofft, dass dies auch noch länger so bleibt. Denn die Backwaters werden bei Touristen immer beliebter. Es ist hier alles noch sehr ursprünglich. Ich mag das. Die Menschen hier sind freundlich und entspannt. Es ist einfach schön. Ein Land wie aus einem Märchen. Die Backwaters umfassen insgesamt 44 Flüsse und 1500 Kilometer lange Kanäle. Gleich bei Grenzenlos. Das gigantische Tempelfestival auf dem Höhepunkt. Zurück in Kerala. Seit 12 Stunden bereits ehren die Hindus ihre Götter. Vor allem Gott Ganesha, verkörpert durch einen Elefanten. Ganesha bringt Glück und Wohlstand. Ehrfürchtig spenden die Hindus Geld für ihn. Wer den heiligen Elefanten füttert, wird von Gott Ganesha beschützt. Wir feiern bis 6 Uhr morgens durch. Dieser heilige Elefant verkörpert alle Götter in einem. Er ist etwas ganz Besonderes und wir ehren ihn. Inzwischen ist es 5 Uhr morgens. Der heilige Elefant bekommt noch eine extra Zeremonie. Obwohl die ganze Nacht durchgefeiert wurde, scheint hier noch keiner müde zu sein. Rund 10.000 Inder sind extra für dieses Tempelfestival angereist. Alle Altersstufen sind hier vertreten. Doch dann fängt es an zu dämmern und das ganze Spektakel ist plötzlich vorbei. Es ist 6 Uhr morgens und Zeit, nach Hause zu gehen. Auch für die Elefanten war es eine lange Nacht. Schon bald steht das nächste Tempelfest an. Die Altstadt von Fort Kochi. Künstler Mahesh liebt das bunte Treiben auf den Straßen.
Ich gehe gerade durch die Juice-Straße. Ich mag die Gegend hier. Es gibt viele kleine Läden, etwa Gewürzläden. Es macht echt Spaß und gibt einem ein gutes Gefühl, hier durchzulaufen. Die Gerüche sind auch toll. Am Abend mache ich hier oft einen Spaziergang. Mahesh kennt hier jeden. Als indischer Dokumentarfilmer hat er einen Film über die Mentalität und die Lebensweise der Menschen in Kerala gemacht. Sie gelten als besonders weltoffen. Moslems, Hindus und Christen leben friedlich neben und miteinander. Fremdenfeindlichkeit ist hier kein Thema. Kerala ist etwas Besonderes. Und für uns, die wir hier leben, ist es ziemlich nah dran am Paradies. Es ist wahr, die Leute hier sind süß und freundlich. Sie gehen gerne aus und zeigen ihre Freude im Gesicht. Sie sind immer freundlich und genießen es, am Strand zu sein. Die Energie in Kochi ist sehr positiv. Vielleicht liegt es am milden Klima. Vielleicht aber auch am freundlichen Miteinander. Klar ist, die Menschen in Kerala haben eine gelassene und fröhliche Ausstrahlung. Und das, obwohl die meisten hier nur wenig Geld haben. Doch sie halten zusammen und genießen den Moment. Schließlich leben sie in God's Own Country, Gottes eigenem Land.